A40-Sperrung. Verkehrschaos am Wochenende. Durch die Sperrung der A40-Rheinbrücke Neuenkamp ist die Verkehrslage in und um Duisburg mehr als angespannt. Nun droht Duisburg noch ein zusätzliches Verkehrschaos im Stadtgebiet. Am Freitagabend ab 22 Uhr wird zudem der Karl-Lehr-Brücken-Zug in Ruhrort aufgrund von Reparaturarbeiten gesperrt. Damit ist eine der Hauptausweichstrecken für die A40-Rheinbrücke das Wochenende über ebenfalls dicht. Die Stadt Duisburg sei selbst überrascht worden von der kurzfristigen Sperrung der A40-Brücke und könne die dringend notwendigen Reparaturmaßnahmen an der Karl-Lehr-Brücke nun nicht mehr verschieben. Um den Verkehr auf den Ausweichstrecken in Homberg, Rheinhausen und Kasslerfeld besser abzuleiten, hat die Stadt hier die Ampelphasen geändert. Dennoch empfiehlt die Polizei, das Auto stehen zu lassen und auf den öffentlichen Nahverkehr zurückzugreifen. Würdigung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Am Freitagmorgen wurde die Werkstatt für Menschen mit Behinderung von der Stadt Duisburg geehrt. Sie hatte im Juni das Top 100-Siegel erhalten und gehört damit zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, zu zeigen, was Menschen mit Behinderung können. Und wir wollen das immer im Zusammenhang zeigen mit sehr ungewöhnlichen Ideen. Also zum Beispiel unser Modelabel Ästhetik, was wir Ende 2015 auf den Markt gebracht haben, haben wir ja mit einer Fashion Show gestartet, mit einem Choreografen, einem internationalen Choreografen, der ansonsten in Mailand und Madrid arbeitet. Der hat die Menschen für den Catwalk trainiert. Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung steht aber nicht nur hinter dem preisgekrönten Modelabel, sondern auch hinter Gastronomiebetrieben wie dem Kleinen Prinzen, dem Ziegenpeter oder der Ladengalerie Ars Vivendi. Damit zeigt die Werkstatt, was Menschen mit Behinderung alles leisten können, wenn sie eine Chance bekommen, ihre Stärken zu zeigen und individuell gefördert werden. Höherer Mindestlohn für Gastrobeschäftigte. Rund 7.700 Beschäftigte der Gastronomiebranche in Duisburg müssen ab sofort mindestens 9,25 Euro pro Stunde verdienen. Zum August ist der spezielle Mindestlohn für das nordrhein-westfälische Gastgewerbe um 25 Cent gestiegen, wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten mitteilt. Alle Betriebe der Branche sind dazu verpflichtet, die neue Untergrenze einzuhalten. Die Gewerkschafter raten den Beschäftigten, ihre nächste Abrechnung zu prüfen. Der neue Mindestlohn gilt für jeden, ob an der Pommesbude oder im Sternehotel. Auch Minijobber hätten darauf Anspruch. Ausgebildete Kräfte sollten dagegen auf den höheren Tariflohn bestehen. Dieser liegt für einen ausgebildeten Koch oder eine gelernte Restaurantfachfrau bei 11,78 Euro pro Stunde. Einem Oberkellner steht sogar ein Stundenverdienst von gut 15 Euro zu. Duisburger Akzente unter dem Motto Nie wieder Krieg. Das Motto der 39. Duisburger Akzente, die vom 3. bis 18. März 2018 das Kulturleben in der Stadt prägen werden, heißt Nie wieder Krieg. Das wurde am Donnerstag vom Duisburger Festivalbüro bekannt gegeben. Mit der Bekanntgabe des Mottos möchte das Festivalbüro zugleich Projekte freier Kunst und Kulturschaffender aus der Region initiieren. Projektvorstellungen und Förderanträge können deshalb ab sofort bis zum 15. Oktober an das Kulturbüro der Stadt geschickt werden. Kindermitmachausstellung im Duisburger Hauptbahnhof. Eine Mitmachausstellung des Explorado Kindermuseums macht derzeit Station am Duisburger Hauptbahnhof. Seit Dienstag haben Kinder hier die Möglichkeit, sich die Wartezeit aktiv zu verkürzen. Betreut wird die Ausstellung von Mitarbeitern der Bahnhofsmission. Am Wochenende kommt der berühmte Reisehase Felix zu Besuch. Und am Sonntag haben wir noch ein besonderes Programm. Da kommt die Autorin der Felix-Bücher vorbei und liest um 11 Uhr und um 15 Uhr aus den Büchern. Noch bis Sonntag ist die Ausstellung im Hauptbahnhof zu sehen. Danach zieht sie weiter nach Essen. TK Maxx öffnet im September. Die Kaufhauskette TK Maxx eröffnet im kommenden Monat ihre Filiale im Citypalais. Nach den monatelangen Umbauarbeiten in der Duisburger Einkaufspassage will der neue Ankermieter am 14. September offiziell in den Verkauf starten. Mit dem Einzug der Handelskette im Citypalais sind die Flächen dort nun fast vollständig vermietet.
Ein Mix aus Sonne und Wolken bei Werten zwischen 17 und 22 Grad. So zeigte sich das Wetter heute in Duisburg. Das Wochenende startet ganz ähnlich. Es bleibt den ganzen Tag über leicht bewölkt und immer mal wieder kämpft sich die Sonne durch die Wolkendecke. Das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad. Der Sonntag wird dann noch ein Stück sonniger. Die Wolken ziehen immer mehr ab. Am Abend wird es dann bei 14 bis 23 Grad so richtig schön. Dieser Trend setzt sich auch in der kommenden Woche fort. Der Montag wird sommerlich schön und warm bei Werten bis zu 25 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingente in Neumühl. Autofahrer, aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Auch morgen sind die Ordnungshüter unterwegs und messen die Geschwindigkeit. Blitzer stehen unter anderem auf der Grabenstraße in Neudorf Süd und auf der Wedauer Straße in Buchholz. Und Baustellen behindern die freie Fahrt. In Rahm ist der Verkehr auf der Angermunder Straße in Fahrtrichtung Großen Baum gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Und in Neudorf Nord ist bis Mitte August der Verkehr im Straßenzug Mühlheimer Straße Ecke Sternbuschweg gestört. Wegen Sanierungsarbeiten an einer Wassertransportleitung ist ein Rechtsabbiegen von der Mühlheimer Straße in den Sternbuschweg nicht möglich. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt. Kommen Sie gut ins Wochenende.